Welcome back to Let's Play Paper Mario. Im letzten Part sind wir durch dieses Labyrinth gekommen und nun sind wir hier. Was geht hier so ab? Oh, hallo. Oh, hallo. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, seit der letzte Besucher hier war. Ja, wurde ich halt auch im Labyrinth. Ich bin Rosi, die Rose. Ich bin überglücklich, dich kennenzulernen. Ich stehe hier in voller Blüte und niemand ist da, um mich zu bewundern. Oh. Du darfst mich gerne nach Herzenlust bewundern. Bin ich nicht atemberaubend? Bin ich nicht unglaublich? Ja. Wirklich? So schön bin ich? Du bist so ehrlich und charmant. Ich wette, unter diesem struppigen Schnauzbart verbirgt sich ein hübsches Gesicht. Ich mag dich, und weil ich dich mag, zeige ich dir dies. Oh. Ist dieser Stein nicht wunderschön? Ich habe ihn vor kurzem gefunden. Ein paar komische Gestalten auf Wolken haben ihn verloren. Ich konnte diesem magischen Schimmer nicht widerstehen. Daher habe ich ihn an mich genommen. Ich kann nicht aufhören, ihn anzuschauen. Wie? Was hast du gesagt? Ich soll dir diesen Stein geben? Oh nein, das sagst du. Du sagst, dass Lilly diesen Stein unbedingt braucht? Wie überaus traurig. Tja, da kann man nichts machen. Der Stein gehört jetzt leider mir. Du meinst, Lilly wird verwelken, wenn sie diesen Stein nicht haben kann? Hm, wie traurig. Wirklich, wie unfassbar tragisch. Aber es ist kaum fassbar, dass Lilly sich manchmal aufhört, als sei sie hübscher als ich. Alter, mir geht's auch nur um Hübschheit, oder? Sie ist zwar dämlich, aber nicht böse. Und wenn sie nicht mehr da ist, gibt's auch keinen Kontrast mehr zu meiner überirdischen Schönheit. Mal sehen, ich sag dir was. Wenn du mir etwas bringst, das schöner ist als dieser Stein, dann lasse ich dich vielleicht mit mir handeln. Also warten wir bis dahin. Gib mir den Stein! Okay. Etwas schön. Etwas Schöneres als der Stein. Oh ne, jetzt kann ich wieder aus dem scheiß Labyrinth finden. So, hier durch, hier durch, hier durch, hier durch, dann da runter, dann da rüber. Und bitte jetzt nicht durch Stachis, sorry. Aber ich meine, erst, wie kommt man da hoch? Hä? Okay, hab's geblickt. Ach so, den Block habe ich davor wahrscheinlich zerstört. So, weit ist das Gelbe. War's nicht hier? Nee, aber der Rote war's vielleicht. Ich laufe auch noch direkt rein. Naja. Leicht verdiente Stammpunkte. Jetzt kann ich auch mal Fairy Lady präsentieren. Fächer, Lady. Kostet zwar 5, aber ist mir jetzt egal. Und 2, 4, 6, 8, 10. Okay, Fächer, Lady macht nur 10 Schaden. So, schon wieder 24 Sternpunkte. Okay. Dann werfen wir die Stinkwurz weg. Danke. Eigentlich wollte ich ausweichen. Ah ja, ich hasse dieses. Diese Kombination. Und ich hasse diese Bienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Ah. Okay. Zack. 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 Okay, genau 10. Und du machst den jetzt platt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Standpunkte. Okay, ein Level werden wir zwar nicht mehr erreichen, aber... Wayne. Ah, so eine Azurperre können wir mal mitnehmen. Oh, okay, können wir gar nicht. Doch, können wir. Wenn ich jetzt einfach kurz Honigsirup fresse. So,
dann können wir das hier aktivieren. Ist auch gleich fressen. Und noch eine weitere können wir dann mitnehmen. Bisschen KP Regenerierung, bitte, bin ich jetzt richtig. Oh, danke. So. Oh, was haben wir denn hier? Hier waren wir ja schon mal. Was, Rosi? Bat ich ihr etwas Schönes zu bringen? Rosi liebt schöne Dinge mehr als alles andere. Dann nimmt sie sich selbst nicht aus. Ist dir das aufgefallen? Du brauchst also Hilfe. Gut, ich werde dir helfen. Meine Wurzeln sind mit denen des Baumes verbunden. Wenn ich mich kräftig schütte, fallen vielleicht ein oder zwei Kristallbeeren auf die Erde. Ja, super raschen Modus. Yeah. Oh, und es ist wirklich schön. Okay. Kristallbeere. Sieht aus wie eine Rose, also gar nicht. So eine Kristallblume. Naja, heißt ja auch Blütenfelder oder Blütenweiß. Blütenfelder müsste heißen. Blütenweiler ist was anderes. Von Pepper Mango 2 des Ort. Im ersten Kapitel, wenn mich nicht alles täuscht. So, die Gegner sind weg. So, jump schon immer noch fröhlich umher. So, dann geht's jetzt nach darüber. Richtig? Jo. So, jetzt müssen wir diesen Scheiß-Stachis ausweichen. Das sind wirklich die einzigsten Gegner, die ich nicht leiden kann. So, diesmal habe ich dich gesehen. So, ich glaube, ich kenne auch den Weg. So. Dann hier durch. Jetzt bin ich irgendwie runter. Doch, was ist? Nein. Nein, hier geht's runter. Dann geht's hier durch. Und dann da hoch. Hier lang. So. So, voll Schlappe, jetzt gibt's her. Hast du was gefunden? Kristallbeere. Oh, wie hübsch, ich liebe es. Es ist viel hübscher als dieser hässliche alte Stein. Rasch, lauf zu Lilly und gib ihr diesen Stein. Und stell klar, dass sie nur aufgrund meiner Großherzigkeit gerettet wurde. Du hast nicht mal verdient zu leben. Oh, welche Lieblichkeit. Ich bin schon so schön, dass es mir beinahe selber ängstigt. Wer ist diese schöne Blume auf dem Blütenfeld? Und das bin natürlich ich. Alter, du gehörst erschossen. Oder du wirst jetzt rausgepflanzt. Und dann... Ah, dadurch würdest du eh sterben. Alter, Mario, bist du dumm, um eine Röhre zu benutzen, oder was? Aber ich hasse immer diesen scheiß Weg hier zu nehmen. Komm, müssen wir auch einfach abkürzen. Ach, egal, ich probier's jetzt erst gar nicht. Dann da hoch. Noch weiter hoch. Ja, yeah, Mario. Niemand weiß, wo er ist. Niemand weiß, wo er ist. Der Gärtner Mario. Da hüpft er umher und sammelt die Blätter und kommt aus dem Gestrüpp. Na gut. Wow. Jumping. Ja, blaue Azurbeeren, Heini jumpt auch umher. So, jetzt müssen wir nur wissen, wo der Bau Lilly. Oh Junge, bitte lass es mich jetzt nicht den falschen Weg einschlagen, verpiss dich. Ja genau, doch, doch, der war richtig. Oh Gott, diese ganzen Dudel. Ah nein! Oh, Power. Aber ich weiß, ich hole jetzt schon mal raus. Schon der einzige, der noch nicht aufgestuft wurde. Aber keine Sorge, es wirst du schon noch. Du bist nämlich nice. Keine Sorge. Wenn ich niemanden mehr zum Aufstufen finde, wirst du aufgestuft. Keine Sorge. Was haben wir denn hier eigentlich? Stimmt ja. Nur 5 BP, dann brauche ich sie nicht. Ich habe einen Honigsirup dann. Ich will lieber weiß, was das KP auffüllt. Ja, wo ist er? Der war doch hier auf dieser scheiß Brücke. Okay. Doch, ich weiß, wo er war. Aber wahrscheinlich da irgendwo anders. So. Guck mal, da oben mag ich nochmal Gelee rein. Ach, egal. Da ist ja der Wasserstein. Rasch, leg ihn ins Loch hier. Und Wasserstein. In das Loch, hat sie gesagt. Nicht da drauf. Warum aktiviert er sich jetzt ganz plötzlich? Oh, eigentlich müsste Mario jetzt sterben. Aber aus Papier schon. Wasserpapiernest. Aber das habe ich schon oft genug gesagt, wahrscheinlich.
Boah, gestorben. So. Ihr seht ja diesen Baum da in der Mitte. Mit Blasen. Wisst ihr noch, was es bedeutet? Boah. Oh, das ist was süßes Wasser. Der Teich ist wieder voller Wasser. Ich kann wieder dahin treiben. Das ist ein Paradies. Wie im Paradies. Ich danke dir vielmals. Dafür gebe ich dir etwas Zauberwasser von der Quelle. Hier bitte. Und das Wasser. Das ist das herrlichste Wasser des ganzen Gegend. Es enthält ein wenig Lilienextrakt. Wenn du eine Pflanze mit diesem Wasser gießt, wird sie bis in den Himmel wachsen. Aber leider jetzt nicht mehr. Die Sonne scheint ja nicht mehr. Oh ja, gute Idee. Du solltest versuchen, die Sonne dazu zu überreden, wieder in den Himmel zu steigen. Okay. Oh, wir wissen schon. Oh, das Wasser sieht geil aus. Das haben sie geil gemacht. Mit der Nintendo 64 Grafik. Die sieht epic aus, das Wasser. Ja, die sieht epic aus, das Wasser. Ja, die vor allem. Das Wasser. Nein, Paul, du brauchst mich gar nicht tragen. Du wirst auch gar nicht schaffen, das Wasser. Wir brauchen jetzt einen Fisch. Den Fisch. Und zack. Hier ist der Stichsplitter, hab ich recht? What the hell? Dann gib mir mal eine Blutbeere. Dafür werfe ich dann auch mal die Goldbeere raus. Auch wenn sie so schön aussieht. Obwohl, wisst ihr was? Ich werfe die Goldbeere weg. Friss die Goldbeere. Und nimm die Blutbeere. Kann man eigentlich rüberjumpen? Eigentlich müsste es ja gehen. Los. Ja, egal. Sushi ist gerade ein guter Partner. Ist gar nicht mal so schlecht. Das heißt, müssen wir nur diesen Scheiß da ausweichen. Ah, nein, da kommt gar nichts. Okay. Oh, nee. Oh, man hat doch wieder Power Carry. Das regt gerade ein bisschen auf. Oh, der war knapp, Para. Ihr kennt doch noch diese Pflanze, die gesagt hat, blub, blub. Die ganze Zeit. Kennt ihr sie noch? Kennt ihr sie noch? Kennt ihr sie noch? Kennt ihr sie noch? Ihr müsst sie noch kennen, aber zuvor mal sehen. Ja, Baum, du wirst bald nicht mehr so langweilig daher schauen. So, hoffentlich brauchen wir jetzt Power Curry nicht mehr. Wenn doch, habe ich halt Arschkarte. Ich soll jetzt einfach mal so schieben. Und hier oben ist sie. Kennt ihr sie noch? Kennt ihr sie noch? Und die Blubbeere wird eingefügt. Jetzt pass mal auf, Alter. Alter, Alter. Oh, super. Aufladepower. Yeah. Yeah. Und die Superblase ist entstanden. Und da treibt sie uns umher. Nein. Perfekt. Nein. Okay. Ah, das ist jetzt scheiße. Wir sollten zuerst den grünen Magic Hooper besiegen. Oder macht uns dieser Scheiß hier Schaden? Ach, scheiße. Oh, vielleicht kriege ich ihn ja down. Nein, das ist nicht down. Oder? Nein, das soll ich nicht. Zack, aber jetzt müsste ich schon down sein. Ah! Oh, sogar noch Giftschaden. Dass die das können, wusste ich gar nicht. Zack. Zack. Okay. Das ist auch noch schon grüne Magic-Coopers hier, den wusste ich gar nicht. So, ihr kennt's ja schon. Nicht so fröhlich weiter. Das ist ein cooler Effekt. Hier unten ist ein Starpiece. Fragt euch jetzt ehrlich, wie kommt man jetzt wieder zurück? Das werden wir bald erfahren. Jetzt habe ich aber gerade keinen Bock mehr auf Gegner. Bitte, keine mehr. Oh, Lakitu. Oh Gott, nein. Was haben wir denn hier oben? Oh, in Ordnung. Hey, das ist ja offensichtlich, was man hier tun soll.
Zeig mal her. Der Orden Megadot. Mario trifft einen Gegner mit unglaublicher Kraft. So, okay, ich hab keinen Bock. Eigentlich kann ich den scheiß Ziel verhalten. Oh, was soll ich denn hier? Ein Fortress. Haben wir da hinten was? Nein. Hey, doch. Da ist was. Achso, da müssen wir sogar hin. Weil Mario wäre das da über uns, wäre gar nicht mal hochgekommen. Das Fortress hat irgendwie eine lustige, geile Musik. So geil aus, so richtig Medieval. Richtiges Mittelalter. Oh, Mario ist nicht zu klein für die Treppenstufen. Schau mal, was Nettes. Die Sonne. Wir haben sie gefunden. Sie lebt in Blütenfelder. Hallo. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand bis hierher heraufkommen würde. Ich bin die Sonne. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Ich sollte sagen, ich war die Sonne. Die Wolken, die aus der Schnupfelas Puff-Maschine kommen. Diese Wolken versperren mir den Weg in den Himmel. Als Sonne bin ich ja nicht völlig versagt. Müssen alle Blumenpflanzen auf den Blütenfeldern leiden. Wo sie steht, sprichst du von der Puff-Maschine? Ich glaube, du findest sie östlich von hier. Die Wolken scheinen aus dieser Richtung zu kommen. Warum möchtest du das wissen? Glaubst du, du könntest die Puff-Maschine zerstören? Nein, es ist unmöglich. Überanstrenge dich nicht. Du kannst ebenso gut wieder nach Hause gehen. Okay. Dann verpissen wir uns, dann können wir rausspringen. Ah, natürlich nicht. Können wir hier rausspringen? Ah, Junge, was ist das für ein Scheiß? So, jetzt krieg ich. Ich wechsle mal nochmal meinen Partner zur Sicherheit. Doom Barrier. Ey, schön langsam. Warte, Mann. Wow, coolie Lucky, du, wow, so richtig geil, Mann. Hey, Mann, ich glaube nicht, dass wir uns schon kennen, Alter. Ich meine, du bist Mario, oder? Was geht ab, Digga? Mein Name ist Lucky Lester, nein. Ich heiße Hugo, nein. Oh ja, Spike. Ja, ja, Spike. Oder wie auch immer. Pass auf, ich persönlich habe zwar kein Problem mit dir, aber ich habe Befehl von Schnaufeler. Tut mir leid, Mann, aber ich muss dich jetzt vermöbeln, Digga. Wie ich schon sagte, tut mir leid. War das jetzt cool? Ja, yeah, das war total cool. Es geht los, Alter. Grüß die Hölle. Mini-Boss-Time. Haben wir irgendwas richtig Saftiges, das wir ihm reinhauen können? Nein. Soweit ich weiß, ist er mächtig. Sogar in seinem Namen Spike-Fragezeichen. Sie. Ah. 9 Schaden. Komm, Mario, einmal aufladen müsste doch gehen. So. Oh, scheiße, ich hätte ihn vielleicht auch scannen können. Ah, obwohl, doch, der ist schwul. Vorsprung. Zack, 7. Und jetzt noch eine Kopfnuss. Das müsste dein Tod bedeuten. What the hell? Okay. Ah. Okay, ich habe keinen Bock mehr Blütenpunkte auszugeben, deswegen jetzt Jumping. So viel müsste der nicht mehr haben. Kriegen wir den auch Sternpunkte eigentlich? Ich hoffe mal. Alter! Der hat viel HP, der hat mindestens 50. Zack. Zack. War's das mal? Alter! Hätte vielleicht doch nochmal aufladen sollen. So, jetzt war's das. Jo, wir kriegen für den Sternpunkt, der und zwar 12. 59. Oh, wir haben schon 990 Münzen. Nice. Oh yeah, Alter. Jetzt habe ich auch noch verloren. Ich gebe auf, Alter. Mach schon, gib mir den Rest. Ich habe keine Angst. Mach mit mir, was immer du mit Kerlen machst, die du besiegt hast. Feuerblume ins Auge, Powerblock in den. Ja, was sollte da jetzt wohl hinkommen? Ah. Naja, ja, jeder wird es schon wissen. Warte! Oh nein, die Mutter oder was? Oh nein, Lucky Lulu. Du verdirbst den Moment. Nein, bitte. Sei bitte gnädig mit meinem armen, süßen Lucky Lester. Oh nein, bin ich Lucky Lester, Alter. Ich bin Spike, ja?
Ich hab dir doch gesagt, dass ich schon im letzten Monat meinen Namen geändert hab. Man kapierst du es endlich? Ja, du bist so vergesslich. Puh, ich meine Mann, warum musst du immer so bloßstellen? Obwohl, aus irgendeinem Grund mag ich dich deswegen umso mehr. Ich meine, was? Nein, habe ich es eben laut gesagt? Vergiss, dass ich das gesagt habe. Aber egal. Ich habe einen Kampf Mann gegen Mann verloren. Daher muss ich mich nun der Sache stellen. Ja, du bist ein Würdiger. Ein wahrer. Mario, bitte verzeih ihm. Mein Lucky Letzte hat nur getan, was ihm Schnaufeler befohlen hat. Klar. Wir sind ja Mario. Ja. Jetzt will dieses ganze Getratsche nicht mehr hören. Hey Mann, ich habe eine Frage. Warum in aller Welt kämpfst du eigentlich? Für mich selbst, yeah. Für den Weltfrieden? Wieso? Okay. Oh. Lucky Lester alias Spike hat uns gerade einen Vorschlag gemacht. Er will sich uns anschließen. Sollen wir ihm trauen? Ja, wir trauen ihm. Lucky Lester gehört zum Team. Drücke runter, um mit Lucky Lester Stacheln und Lava zu überqueren. Okay, jetzt weiß ich, was runter war. Das war er. Jetzt weiß ich auch, wie der Tsunami geht. Du kannst keine einen Gegner mit Stachel Blip oder alle Gegner mit Stachel Wurf nach guter alter Lakito-Manier ordentlich performieren oder sowas in diesem. Oh nein, Lucky Lester kommt wieder, ich will mit Lucky auf dich warten. Blablabla, verpiss dich. Yo. So, ich werde aber keinen einzigen Kampf bestreiten. Nur mal so zu ich. Ich habe jetzt nämlich keine Bock hier. Auch nicht gegen einen Lakito. Auch nicht gegen Bienen. Wow, der war knapp, der war richtig knapp. Und Lucky Lester kann es dank seiner Wolke über diesen Scheiß hier transportieren. Und der ist schneller. Dup. Leider können wir daher nicht springen. Und saven. So, jetzt können wir auch hier lang, wo ich letztes Mal gesagt habe, dass wir nicht lang. Super Luck? Whoop, bugging. So, was macht denn das hier? Ich glaube, ich... Oh nein, das ist dieses scheiß Rätsel. Ja, Platten nach oben, Platten nach unten. Verschieben, kommen wir oben. Nein. Warte mal, wenn ich das jetzt aber so machen würde, würde es funzen, oder? Jedoch jetzt reichen, oder? Nein. Obwohl, wartet mal. Doch. Doch, so ist gut. Dann wieder hier. Dann diese Scheiße hier nochmal betätigen. Ja, noch nicht runter, du Depp. Ja, okay, dann muss es doch so stimmen. Ja, sorry, aber wie komme ich jetzt? Habe ich schon hoch? Oh, hab's gecheckt. Nein, irgendwie nicht. Das ist so ein Scheißrätsel. Hallo? Ach so! Ja, ich bin auch doof, das hätte ich auch von vorher machen können. So. Hallo? Mach halt mal das, was ich dir sage, Herr Gott. Das hier. Dann schieben wir jetzt das hier. Okay. So, dann schieben wir jetzt das hier. Kann man da hoch? Okay, ich habe glaube ich gerade Fail begangen, oder? Stimmt auf jeden Fall, aber...
den nochmal irgendwie ändern. Oh, dieses Fach. So weit war ich gerade auch schon. Obwohl, nein, war ich nicht. Ich hab's. So, jetzt haben wir's. Obwohl, nee, haben wir nicht. Obwohl, doch haben wir. So. Ah, danke. Oh, da oben ist ein Aufstoffblock. Oh, ich hab keinen Bock, gegen euch zu kämpfen! Scheiß Wolkengeist. Oh, nee. Ah, na gut. Stachelflip. Okay, das ist ja noch ein leichter Angriff. Ja. Oh Gott, du bist aber keine Angriffskramik, oder? Also, fail. Er wurde aufgeladen. Okay, dann... Damit Mario nur... Da Mario eh nichts Sinnvolles tun kann. So. Zack. Ah! Was machst du? Deine... Boah. Boah, der hätte mich, glaube ich, sogar getötet, oder? Ich immer noch aufgeladen, ja, schon. So, grüner Kamek, dann dein Tod wird nice. Grün war, ich meinte natürlich gelb. Oh, der Tod war wirklich nein, cool. Und... Zack, weiter. Jetzt endlich mal nicht mehr aufgeladen. Alter, ich sterb hier. Ich habe wirklich kein Item, oder? Ja, ich habe wirklich nichts. Ich frisst einfach jetzt den Voltorpilz, der regt mich eh schon die ganze Zeit auf. Sobald er dich jetzt anpögelt, wird er sterben. Ich hasse es, immer keine HP zu haben. Oh, natürlich mit einem. Ja, da kommt doch her. Hey! Eigentlich müsste der Schaden kriegen. Stirb, Mann. Na egal, Voltorpilz gefressen, zwar umsonst am Weg. Hätte mir, glaube ich, doch mehr Superpilze kaufen sollen. Oh, jetzt haben wir 996 Münzen. Haben wir jetzt mehr? Haben wir jetzt mehr? Jo, 99 ist die maximale Zahl. Ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock. Ich habe auch was ganz anderes. Bock. Thank you, guy, but Princess is in another block. So, wen stufen wir denn jetzt auf? Cooper? Nein. Feuerpanzer. Megabombe. Oh ja, Megabombe. Megashock. Kein Gegner wird sich mehr. Wolke Nummer 9. Kein Gegner wird dich treffen. So. Ja. Ja, mein Bett wurde in Ultrarang aufgestuft. Hey, wir kommen jetzt wieder zurück. Achso. So, ich glaube, jetzt haben wir die halbe Stunde gezockt. Oh nee. Obwohl, hier will ich noch durchkommen. Fuck. Die sind aber schlechte Stützen, das ist gut. Ja. Was sind wir denn jetzt? Oh, okay. Ich weiß es. Geile Musik übrigens, gell? Also Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part hier wieder. Ciao.